Okay, seid ihr alle ready? Yes. Dann klatschen wir einmal. Jetzt klatschen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Show Uncovered. Heute ist die Band Slick Machine bei uns zu Gast und wir freuen uns besonders auf diese Episode, weil sie haben nämlich aus dem Lied Hot Stuff ein Hard Rock Cover gemacht und wir haben ein bisschen einen Western Touch reingegeben. Schaut es euch auf jeden Fall an, es sind sehr coole Cover geworden. Viel Spaß beim Zuschauen. Herzlich willkommen bei uns bei Uncovered. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Danke fürs Kommen. Erzählt mal, wer seid ihr? Wie heißt ihr und wie heißt eure Band? Slick Machine. Wir sind eine Hard Rock Band aus, oder beziehungsweise Heavy Rock Band aus Österreich. Mhm. Aus Wien. Alle Wiener? Genauer genommen. Nein, oder? Ja, eine Band mit nur Wienern, das gibt's nicht. Alle gebürtige Wiener. Wirklich? Wien geboren in Wiener Heavy Rock. Wahnsinn. Wiener Heavy Rock für die ganze Welt. Cool. Das heißt, ihr, also euer Genre, wie würdet ihr es beschreiben? Jetzt ist es eh schon gesagt. Also, wir würden sagen, Heavy Rock. So eine Mischung aus. Es ist kein straighter Hard Rock, ich würde sagen. Ja. AC/DC, Heavy Rock hört sich gut an. Okay. Eine Mischung aus allem. Pearl Jam. Auf jeden Fall Rock. Ja. Auf jeden Fall Rock, das ist gut. Wie lange gibt es euch? Herbst 2015. Ja. Also, diesen Herbst feiern wir Fünfjähriges. Fünfjährige schon. Fünf Jahre Slick Machine. Da habe ich schon was verschlafen. Ja. kurze Frage, was bedeutet euer Name?
kann man das? Das kann ich nicht. Wir hatten vieles zur Auswahl, aber das fragst du am besten Gitarristen. Ja, wir hatten viele, viele Namen zur Auswahl. Unter anderem Friendly Fire, weil Miloš und ich haben eine ganz besondere Beziehung. Aber wir haben uns dann auf Slip Machine geeinigt, weil. Also, ich stelle mir unsere Band vor wie eine gut laufende, gut geölte, geschmeidig laufende Maschine. Und ich finde, das hört sich. Kann man gut so sagen. Das repräsentiert das am besten. Ja. Cool. Ich frage mal den Bassisten, die werden immer so außen vor gelassen. Auf was für Bühnen hört man euch? Wo seid ihr zu Hause? Was taugt euch am meisten? Wo spielt ihr gern? Ja, am liebsten würden wir im Stadion spielen. Leider ist es dann doch oft noch ein Keller. Aber vor kurzer Zeit haben wir zum Beispiel in einer Halle gespielt, haben wir die Möglichkeit gehabt, in einer Skatehalle zu spielen, was sehr leidend war. Voll für die Videodreh. Aber wir wollen wachsen, also wir wollen immer auf größere Bühnen. Ja, obwohl Stadion wäre eigentlich nicht verkehrt. Zu den Wünschen und Träumen kommen wir dann noch. Da war ich noch ein bisschen zu voll. Genau. Erzähl du mal, weil du gesagt hast, Musikvideo. Ihr dreht gerade ein Musikvideo? Nein, wir haben schon fertig gedreht in einer Skatehalle. Und ich schätze mal in etwa 3 Wochen. Werden wir es veröffentlichen. Vielleicht ist es schon draußen und wir können es in den Shownotes unten verlinken. Dann müsst ihr natürlich fleißig anschauen, liebe Leute. Was ihr auch ganz fleißig machen müsst, wie ich es immer sage, bitte liked die Band und teilt unser Video natürlich. Liked meine Band auch. Yeah. Und alles steht in den Shownotes unten, wo man euch auf den Social Media Kanälen erreichen kann. Was ist für euch, gibt es irgendein, also ihr habt schon gesagt, Musikvideo ist das nächste große Ereignis. Gibt es ein Konzert, was ihr ankündigen könnt? Habt ihr schon einen Gig im nächsten Jahr? Ende Mai, oder? Ja, aber da haben wir noch nichts Konkretes. Also stay tuned auf unserer Facebook-Homepage. Wir haben kurz vorher gesagt, ihr habt ein super, super cooles Bühnenerlebnis, wo es jetzt sogar anscheinend ein Videomaterial gibt. Ja, da waren wir haben gerade Psycho Killer gespielt von den Talking Heads, in Covernummer. Wo war das? Das war im Kramladen. Kramladen. Ja. Und mich hat der Beat ein bisschen mitgerissen, ich habe die Masse ein bisschen angespornt, habe angefangen zu hüpfen, habe die Gitarren hinter mir und das Schlagzeug hinter mir übersehen. Hab nach rechts geschaut, da war die Sandra, hab nach links geschaut, da war ein kleines freies Plätzchen und wumm, hat sich hingelegt. Darf ich dich was fragen? Zweck Stereotypen. Wie ist es als Frau in einer Hardrock-Band zu spielen? Ganz cool. Super. Ja. Hey, Männer, ich hab die Frau gefragt, bitte. Da sind wir schon. Schaut zu Stereotypen. Man nennt das Mansplaining, gell? Kennst du das? Ja. Okay, bitte, deine Antwort. Nein, also ich muss sagen, ich hab eigentlich immer. Ich habe davor schon in einer Band gespielt, auch immer mit Männern, aber es fällt nicht wirklich auf. Ich rülp's genauso viel wie die anderen und go for it, lady. Ich finde, da ist gar kein Unterschied. Es ist super, mit denen zu spielen, es macht Spaß. Und mit dir macht es auch Spaß. Cool. Ja. Man sieht, ihr habt eine echt coole, nette Banddynamik. Ihr seid doch total sympathisch. Zum Abschluss. Die Geheimnisse werden dann bei den Konzerten preisgegeben. Cool. Zum Abschluss, wartet ein Album oder eine Single Release auf uns? Was gibt's so? Das wäre mal der große, also das große Traum, aber das ist ein Ziel, das wir auf jeden Fall jetzt verfolgen, mal ein Album rausbringen, aber. Ja, aber ein Album, das wäre natürlich. Das ist unser großes Ziel auch. Ja. Fürs Erste. Okay. Ja, super. Wir freuen uns drauf, wenn es rauskommt. Wir folgen euch allen und werden euch beobachten. Ja, danke. Cool. Vielen, vielen Dank fürs Kommen und fürs coole Hot Stuff Cover. Und ja. Danke fürs Einladen. Das ist Hot Stuff Cover. Ja. Genau, schaut euch jetzt das Video an. Viel Spaß dabei. Tschüss. Ciao. Sitting here eating my heart out, baby.
Children not to hear my words, won't they mean what they say, yeah, mother.